Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ich höre keine Musik, ist das normal? Ja, in der letzten Folge haben wir hier und da ein paar Nebenquests gemacht. Ich soll mal kurz die Coolheit, wenn ich erkläre. Und sind ein bisschen mit dem Auto gefahren, haben wir noch gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Na jedenfalls, egal, wir sind jetzt hier. Hier ist noch eine Quest mit Yajirobe. Das ist, glaube ich, die letzte Quest, die wir machen müssen, bevor wir weiter vorpreschen können in der Story. Und ein Krieg steht bevor. Okay. Gut. Ich habe so das Gefühl, wir müssen ja angeln. Ich weiß nicht wieso, aber mal gucken. Yajirobe, was willst du? Hey, Yajirobe, hier bist du also. Oh, Son Goku, du bist. Was willst du? Nur damit du es weißt, ich kämpfe nicht gegen Cyborgs. Ich bin nicht hier, um mit dir zu trainieren. Ich wollte nur ein paar Fische fangen. Kein Problem. Also, ich bin ja kein Falken. Ich könnte dir beim Training helfen, wenn du Lust hättest. Ich habe eine Idee. Lass uns doch herausfinden, wer für uns die meisten Fische fangen kann. Meinetwegen. Das klingt nicht sehr schwierig. Klingt gut. Ja, packen wir es an. Machen wir uns ans Angeln. Zielfisch, Riesenkatzenfisch, scharlachroter Katzenfisch. Also einfach so lange fischen, bis ich irgendwann ab. Also ja. Das kann aber noch nicht alles sein. Da die Quest hieß Yajirobe und Meister Quitter. Also da kommt doch noch irgendein Müll, den ich noch dazu erledigen muss, ne? Na komm. Ja, sieht irgendwie voll feminin aus, wie Son Goku da so hockt irgendwie. Wie so ein Schulmädchen irgendwie. Ich will, dass man unter ihrem Rock guckt. Ich habe bis jetzt noch nie vermasselt. Ich will mal ehrlich gesagt wissen, was passiert. So, roter Fisch. Blutroter Riesenfisch, aber das ist nicht das, was ich brauche. Aber roter Fisch hatte ich noch nicht anscheinend. Lass mich raten, ich krieg wahrscheinlich keinen einzigen von den Fischen, die der verlangt hier, ne? Du mich ja voll linken wahrscheinlich irgendwie an am Ende der Welt irgendwo angeln, obwohl das sieht aus wie ein Katzenfisch, hat so ein Schnurrbart. Riesen Katzenfisch, okay. Alle rechts steht ja. Ja, und die Angel ist ein Zauberstab, ja. Da fehlt ein Riesenkatzenfisch und ein scharlachroter Katzenfisch. Ich glaube, man kann irgendwie nicht so richtig bestimmen, was hier an Land gezogen wird. Es gibt irgendwie so Köder, mit denen man irgendwie so Goldfische hier anlocken kann. Aber ich bin ja nicht auf der Suche nach so was gerade. Oh ja, Bonk! Diesen Katzenfisch. So, jetzt muss ich noch diesen scharlachroten Katzenfisch finden. Lass mich rein, den findet man ja gar nicht, ne? Muss ich wieder vollkommen woanders hin, ne? Na komm, ihr wollt es doch, ihr wollt es doch. Ich muss mal mit Vegeta angeln. Ich habe noch nicht mit Vegeta, glaube ich, geangelt, oder? So. Bonk. Ja, kann jetzt je nach Glück irgendwie wahrscheinlich ein bisschen länger, ein bisschen kürzer dauern. Ich wollte eigentlich mal drei drücken. Ja, falscher Knopf gedrückt, egal. Ja, machen wir doch schnell hier. Komm, einer von euch muss so eine scharlachroter sein. Komm, dann wird durchgehend drehen. Irgendwie bringt es dann auf jeden Fall. So, schon wieder normaler. Riesen Katzenfisch. Ah, Köder benutzen. Wahrscheinlich haben wir beim Angeln erhaltenen Objekte geringfügig. Wahrscheinlich können wir seltene goldene Fische minimal. Also, pff.
Ahnung. So, wie gesagt, durch das goldene Fische irgendwie erscheinen, das wird erhöht. Die kann man auch irgendwie schon sehen. Die haben schon halt eine goldene Farbe hier, wenn man so ins Wasser guckt, die erkennt man schon. Aber auf die haben wir es ja nicht abgesehen. Den Schal nach roten haben, der ist wahrscheinlich wieder vollkommen woanders, ne? Wer? Du willst so lange rumfischen, bis ich. Ich habe schon 5 von. Ich glaube, heute wird mein Tag irgendwie nicht. So, jetzt mach hin. Weil ich dann hatte nur diese Viecher rumlaufen. Oh. Ich will euren Anführer. Kommt. Jetzt nicht jetzt 10 Minuten hier mit diesen Mist hier füllen. Na, jetzt kommen. Ist irgendwo ein anderer Angelbereich, da muss ich ja wahrscheinlich wechseln, ne? Der einer ist irgendwie nie irgendwie angetan von meinem Schweif. Hat das irgendwie was zu sagen, irgendwie so? Das ist bestimmt da. Hey, warte mal, du siehst doch anders aus. Boom, du siehst scharfrot aus. Ha. Gut. So, ja, 6 Minuten abgeschlossen. Ich habe einiges gefangen. Sieht's aus bei dir? Wie sieht's bei dir aus, Yajirobe? Niente, ich habe niente. Hä? Was ist niente? Das bedeutet, ich habe nichts. Ich habe verloren und zu unzufrieden. Hm, wirklich so schade. Tja, ich werde wohl einfach. Warte mal, du hast doch reichlich Fische. Da könntest du mir die Hälfte abgeben. Auf keinen Fall. Die esse ich alle. Hey, was ist los? Mann, du bist aber geizig. Na schön, dann ist ich wohl bei Meister Quitte. Du kannst auch fliegen, also flieg mich bitte zurück zu Meister Quitte. Auf keinen Fall, du kannst dich auf dem Jinjo Jun reiten schon vergessen. Ich flieg einfach Huckepack bei dir mit. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Bis dann. Oh, was? Hey, was wird der eine Idiot? Na schön, aber ich bitte mich nie wieder um Hilfe. Eigentlich könnte ich ihm per Teleportation dorthin bringen. Ja, ne? Du kaltherziger Mistkerl, was willst du, mich auslachen? Scher dich zum Teufel raus hier. Ja, wenn es so laufen soll, werde ich dich wohl nicht mehr per Teleportation zum Meister Quitte bringen. Bis dann. Was zum Teufel, warum hast du das nicht eher gesagt? Wir beide sind doch beste Freunde, oder nicht? Los geht's. Das ist wirklich ein Typ. Du hast also die ganze Zeit über bei Meister Quitte gewohnt. Ist bestimmt anstrengend, immer wieder den Turm hoch und runter zu laufen. Natürlich habe ich da gewohnt. Ich konnte ja nirgendwo sonst hin, aber sobald ich was Besseres finde, bin ich weg. Wo hast du denn vorher gelebt? In der Wildnis, ne? Ja, war das sonst auch immer in der Wildnis, oder? Was soll denn das mit dem los? Ja, jetzt gehen wir echt noch zum Quittenturm. Aber wir können ja mal gucken, ob ich da so ein paar Sensobohnen einsammeln kann, ne? Da war ja was. Ja, du bist zurück. Ich wollte gerade die Ruhe und den Frieden genießen. Was redest du am Meister Quitte? Du findest mich doch toll. Wieso mal mit deinem Schmarotzer würde ich toll finden? Hey, das ist aber nicht sehr nett. Das dürfte aber wohl das Ende meiner kopfschmerzfreien Zeit sein. Tief in meinem Innern weiß ich, dass du dich über meine Gesellschaft freust. Sehe ich vielleicht fröhlich aus? Sehe ich etwa unglücklich aus? Sieht aus, hättet ihr einen Heidenspaß. Sehe ich etwa unsicher aus? So, du, gehen wir wohnen. Boah. Okay, da war es aber dann auch. Jetzt sogar weitermachen. Ein Kriegsschiff vorher, okay. Wir müssen zum Kambe-Haus. Weil da geht es dann weiter. Da ist irgendwie Lunch und wir haben Hunger. Ich meine, keine Ahnung. Ich habe so gefühlt, ist noch irgendwie so, weiß ich nicht, so Nebenquests, irgendwie nicht vorantreibende Story-Sachen. Unwichtige Sachen halt, ne?
Richtig los geht's ja erst, wenn die 3 Jahre vorbei sind, ne? Ich glaube, 1 Jahr ist doch schon vorbeigegangen, oder? So, was geht? Jemand hat dich vergessen. Ja, Akira Toyama. Letztens mit Vegeta gekämpft, also. Außerdem kann ich Ki spüren. お前さんなら気をすれるんじゃから、すぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。ほら、肝心な、天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？ これでもデジョブだな。ね。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。わかんないよ。 Warum soll ich den denn auffallen? Der weiß doch gar nicht, dass die hinter denen her ist. Boah. Lass ihn doch einfach da. Lass ihn doch einfach da rumgammeln und geh da hin, sobald du irgendwie Bock hast. Ich denke, entsprechend trainieren sich auf die Zeit vorbei, die in 3 Jahren auftauchen sollen. Nee, das stand vorher schon da, ne? Ja. So, ich hoffe, die Aufnahme gelingt, weil normalerweise mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, einmal so eine kleine Testaufnahme zu machen. Und zu gucken, ja, nimmt meine Stimme auf oder sowas, ne? Habe ich total vergessen vor der Aufnahme, deswegen hoffe ich, dass das jetzt funktioniert, ne? Sonst wäre das ein bisschen doof. Aua. Gut. Tenshinhan, da. So. Gehen wir mal dahin. Durch sieht mich einer, so ein Viechern hier wieder. Hi. Lass mich bitte reden, bevor die kommen. お前が訪ねてくるとは珍しいな。お前に会いたがっているやつがいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。ま、それは困るぞ。 もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。 Einfach schau so immer nur daneben stehen und einfach nichts sagt, ne? Na komm her. Also schon lange keine Chance mehr, Attention an. Ich meine, du meinst es immer noch gut, aber schon ein bisschen traurig. Er will einfach nur relevant sein. Ja. Aber geht es nur um die Saiyajins. Oh Gott, ich dachte, ich würde dann ausweichen. Ah, ah, ah. Nein. In die Fresse.
Will ich mal betäuben, ja. So, benommen. Da gibt es eine schöne Cutscene. Und mit der Genki-Dame auch. Kommt einfach nicht drauf klar. Aber ich habe keine Key mehr. Oh Gott. Aber ich habe geblockt. Was jetzt? Oh. Und weg bist du. Ja, bist du 4 Level unter mir, ist leider keine Chance. Mit telepathischen Nachricht von Meister Kaio stand da gerade. さすがだな。お目も腕上げたな。まだまだだ。が、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらく俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや、言ってなかったな。ランチだよ。そう、そうか。本来ならば修行に集中したいところだが。約束は守る。ここでマスト伝えてくれ。オッケー。Die ist irre, ich will nicht mit der abhängen. Dann bring die ja zum Niesen, das ist ja doch angenehmer. So, immer wieder zurück zum Kami aus. Irgendwie so Gefühl, die Ladezeiten sind jetzt ein bisschen kürzer, da bilde ich mir nur ein. War ja schon fast halb voll am Anfang. Ich meine, das hat mal ein bisschen länger gedauert früher. Es wäre ein Update oder so aufgetaucht oder so, keine Ahnung. Habe ich irgendwie nichts mitbekommen. So, sind jetzt keine Quests oder so aufgeploppt noch, ne? Nö. Ja, sehr paranoid. Ja, so. Hi. Oh, kaitekitaka. Do datanda? Tenshinhan wa itaka? Na. Oh. Sore ga yo. Te wake de ima itta toko de Tenshinhan wa matte zo. So. Aus alle benötigten Gegenstände erhalten. Was wir benötigen, Gegenstände. Ich habe Ich habe Na gut, haben wir dann auch erledigt. Und es geht weiter. Storymäßig sehen wir, was mit den beiden jetzt los ist. Ich konnte Akira Toriyama die noch vergessen. Inzwischen erreichte Vegeta Spezialtraining seinen Höhepunkt. ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そういうと思ったよ。来たわい。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。 Das ist C21 von Dragon Ball Fighters. Was? Most epic crossover ever. Dragon Ball kann zur Beherrschung erlangen, eine spezielle Art von Wissen, die mächtige Effekte erzielt. Ach, das ist, was ich bisher noch nie ausrüsten konnte, ne? Bei irgendjemanden. Muss du herausfinden, Abschied. Wenn du einen Trainingsraum veränderst, werden weitere Herausforderungen dauern. Was ist Zugang zum Trainingsraum? Modifizieren.
Trainingsraum Stufe 1. Also ist hier Stoßdämpfung. Okay. Ja, machen wir mal. Abgeschlossen. Das verfügbaren Trainingsraum kann verbessern. Trainingsraum Stufe 2, verstärkte Böden entwickelt. Ja, genau weiter. Warum nicht? Seni raffiniert jetzt. Ah, damit muss ich Geld hier. Oder? So. Ungezügelte Macht. Ach, da unten steht. Ausgeteilt erscheinen, aber während des Kampfes verlierst du langsam. Ist alles irgendwie nicht so gut. Sam ist halt alles Level 40, das ist ein bisschen krass. Also ich habe die Story von Dragon Ball Fighters jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wieso, wie tut sie denn jetzt hier reinpassen in der Story? Habe ich sehen in dieser Enzyklopädie drin. Weil sie hat irgendwie in Fighters, falls jetzt irgendjemand hier nicht weiß, was mit Fighters gemeint ist, damit meine ich dieses eine Dragon Ball, dieses Street Fighter ähnliche Dragon Ball Z-Spiel, vor so ein, zwei Jahren rausgekommen ist, wo sie einer der Charaktere war. Und ja, ich habe leider nicht mehr, die Story war nicht so gut, also das war sehr, sehr, hat sich sehr gezogen. Ich habe auf meinem englischen Kanal sogar Let's Played, aber das war so totlangweilig, die Story. Und man immer und immer wieder hier gegen dieselben Charaktere kämpfen musste und das hat irgendwie nichts irgendwie so an Dings gehabt hier. Überhaupt keine Abwechslung oder so. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, die ganzen Sachen hier auszulassen. Erstmal, nachdem alles andere erledigt war, konnte Son Goku endlich mit seinem Training beginnen. Alles klar. Tut sie sich dann auch jetzt in Majin irgendwann verwandeln? Weil sie ist auch eine Wissenschaftlerin der Red Rim Armee, also die hat sich irgendwie, die ist auch ein Cyborg und die konnte sich irgendwie, die hat ihre Cyborg Farm war irgendwie so ein, ließ sie irgendwie so aussehen wie so eine weibliche Version wie Majin Buu irgendwie. Und ja, aber ich glaube, das wird alles hier nicht vorkommen, ne? Das war keine Ahnung, war irgendwie ein gutes Cameo. Nap. Hallo, Entschuldigung, dass ich so plötzlich anrufe, aber ich muss etwas mit dir besprechen. Wenn du bitte zum Training in der Capsule Corporation kommen, wir sehen uns. Und ja, sie wird auch nur irgendwie als Forscherin bezeichnet, also wahrscheinlich ist sie noch gar kein Cyborg oder so. Ich, wie gesagt, die Story habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich wollte nachgucken wegen, alles klar, wenigstens ploppt mir jetzt hier nicht immer wieder neue Sachen auf. So, da wir mit mir reden, also Level 40 mit Son Goku konnte man ja eigentlich schaffen, ne? Ein, zwei Skills zu lernen, wo die jetzt nicht so berauschend sind hier. Ich meine, eine erhöht meine Werte, reduziert aber meine TP-Dauer auf. Das finde ich ein bisschen doof. Also ja. Hier ist ja keine Kampfkraft.
aber das hat, glaube ich, niemand, der so nicht kämpft, ne? Was geht? Schön, dass du es geschafft hast. Bäume hat mir gesagt, dass ich dir einige verblüffende Daten zeigen soll, auf die wir gestoßen sind. Die haben wir aus dem kleinen Raumschiff, das für die Flucht von Namek genutzt wurde. Caps Corporation hat es genau unter die Lupe genommen und einen eigenartigen Chip im Bordcomputer gefunden. Für ein Schiff könnten wir Daten sicherstellen, unter anderem, wem das Schiff vorher gehörte. Es war im Besitz des Skinny-Sonderkommandos. Allerdings wurde auf dem Schiff auch Berichte über ein mysteriöses Wesen gefunden. Die Freundin von Bulma meinten, okay, das Skinny-Sonderkommando bestünde aus 5 Mitgliedern. Ein Name auf der Liste passt jedoch nicht zu den Daten zu den 5 Mitgliedern des Kommandos. Diese sogenannte Bonyu ist eine Kriegerin von einem anderen Planeten. Erst gestern konnten wir endlich weitere Informationen zu Bonyu zutage fördern. Wir wissen jetzt, wie sie aussieht, wie ihre Stimme klingt und was für Kampffähigkeiten sie hat. Allerdings wissen wir nicht, wie stark sie als Kriegerin genau war. Deshalb bat Bulma mich, dich zu kontaktieren. Ich dachte, dass du daran interessiert sein könntest, mehr darüber herauszufinden. Bonyus Daten wurden schon in den Computer des Trainingsraums eingespeist. Du kannst also jederzeit gegen sie antreten. Vergiss jetzt nicht, dass die Daten noch lückenhaft sind, deshalb ihre Simulation nicht vollständig ist. Nur allerdings gegen sie kämpfst, könnten wir Fortschritte in der Analyse machen. Also freuen wir uns über deine Unterstützung. Okay. Sind nicht irgendwie so Pre-Order-Bonus oder so? Habe ich das überhaupt schon eingelöst? Ich glaube ja. So, Spezialtraining nehme ich an. Gut, den Trainer, du kannst diese Abzuwählung gegen die Gegner Kriya Bonyu anzuwählen. So, Stufe 40. Belohnung Heilimmunal. Ja. Schade, aber während des Kampfes fließt so langsam TP. Berserker Gegner bekämpfe ich überhaupt nicht. Bei einem Gegner mit niedrigerer Stufe. Das haben die doch nicht am Schuh oder Krillin und so, alle solche Sachen. So. Ja gut, hier. Wenn ihr unbedingt wollt, Spieler will nur die promoten, oder? Weil die neue Charakter von Akira Toyama ist, ne? Er ist eigentlich jetzt ein guter Charakter sein muss. Das ist gleich wie mit hier, wie heißt der, Jacko? Irgendwie ein originaler Charakter von Akira Toyama, der ist auch nicht sehr interessant. Oh Gott, was? Kämpfen wir überhaupt hier? Sieht voll episch aus. Na, ich muss die Dinger kaputt machen, ne? Gott. Okay, wollte schon sagen. Halt nicht so viel aus. Brusher Ball. Ah. Okay, ich habe so das Gefühl, ich hätte die Feuer erledigen müssen, ne? Das hat die halt nicht gemacht. Hat die wieder voll AP bekommen? Weil ich da bisher nur so viel abgezogen bisher. Ja, Gott. Ja. In die Fresse. Ah, oh Gott. Die gibt mir voll. Irgendwie aus, als wäre die irgendwie die Schwester von Jace. Ah. So, jetzt reicht's doch mal. Jetzt noch ein bisschen was nochmal macht, ne? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich drücke die ganze Zeit X. Komm her. So, schon mal einen Super Saiyajin gesehen? Na. Oh Gott. Ja, war ein Quatsch, aber. Sag mal.
Der war ja zielsuchend. Na komm her. Oh nein, ich schon wieder dieser Angriff. Nein, mein Super Saiyan läuft ab. Und da war's, okay. Keine Ahnung, wer bist du? Ich bin zum Gogo, der Hauptcharakter von Dragon Ball. Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Und Dragon Ball Super. Wie sonst hättest du diese Trainingsübung abgeschlossen? Du kannst genau so oft möchtest erneut versuchen. Ja, jetzt haben wir Gold Dingens ist sie. 75? Nein. Okay, gut, lassen wir jetzt mit denen, oder sagen wir jetzt auch noch hier. Jetzt nicht so aus. Sollen wir jetzt hier noch sehr viel weiterkommen, habe ich so Gefühl in der Story. Aber egal, machen wir weiter. Gieser Ödnis. Wenn nicht, dann machen wir hier nur so ein, weiß nicht. So ein Kampf hier, wo wir irgendwie eine neue Fähigkeit lernen oder so, keine Ahnung. Und dann hoffentlich sind wir mal in der nächsten Folge irgendwie in der Cyborg-Saga drin, weil langsam würde ich doch schon mal gerne die Story ein bisschen vorantreiben. Ich möchte natürlich nicht, dass das Spiel so schnell wie möglich erledigt ist, aber wenn ich mir was vornehme, dann will ich das doch, was dann passiert. So, ich sehe irgendwo ein Schiff auf der Karte. Da. Und dann von meinem Planeten. Joink. Ja, Becken ist Wasser. So. Wo da? Später, was hast du gemacht? Tut mir leid. Also. Tenshin anstarkt, ich war. Frag mich, ob was passiert wäre, wenn ich jetzt irgendwie noch mal zu Tenshin an hingegangen wäre. Vielleicht eine Cutscene oder so verpasst habe oder so. Also was? Ich bin so paranoid, okay? Gehen wir noch mal kurz dahin. Na, ist da eine Cutscene, die mir irgendwie eine ultimative Waffe gibt oder so, obwohl ja niemand mit Waffen kämpft. Aber und ich habe die verpasst und da bin ich nicht schlecht gelaunt und ja, deswegen gucken wir mal. Vielleicht sind sie ja sogar jetzt da, keine Ahnung. Oder ich verschwende nur meine Zeit. Ich glaube zweiteres, ne? Ja, zweiteres. Nee. Und ja, dieses Bonio sehen Abzeichen werde ich glaube ich nirgendwo reinpacken, weil das ist glaube ich Vorbesteller Bonus und ja, so auf sowas stehe ich normalerweise nicht. Also das heißt, ich krieg sozusagen irgendwie weiter gesehen, sehen Abzeichen ist voll überpowered. Also wenn ich halt irgendwo reinpacke, dann in irgendeiner Community, dann kriege ich auf jeden Fall irgendwie dicke. Die sind aber jetzt nicht hier, Dreck. Deswegen ja, ignoriere ich das einfach mal. Weil ich hasse jetzt, wenn ich irgendwie, weil nicht, ein Spiel vorbestelle oder so, und da sind irgendwie, weil ich so Codes bei, die man eingeben kann, und dann kriegt es irgendwie automatisch irgendwie Items oder so. Das war bei Final Fantasy 15 mal so. Ich habe die Day One Edition gehabt, habe ich immer noch, aber habe ich einen Code da drin gehabt, habe ich eingegeben, habe ich irgendwie ein Schwert gehabt, Schwert bekommen, hat irgendwie, weil nicht, keine Ahnung, 150 Schaden oder so, was glaube ich zu dem Zeitpunkt viel zu überpowered war. Ja, habe ich natürlich nicht benutzt und ja, ein bisschen dämlich ist. Warte mal. Okay. Sollten verschwinden? Wir werden uns da nicht mehr sammeln können. Okay, das ist ein sehr gutes Zeichen.
Das bedeutet, wenn ich jetzt hier hingehe, geht die Story endlich weiter. Das war ein sehr eindeutiges Zeichen, fand ich jetzt. Dafür, dass es danach weitergeht. Gut, dann machen wir in der Folge noch irgendwie andere Sachen. Was ich erst einmal machen will, ist, wenn ich jetzt nur wüsste, wo das nochmal war, ne? Boah, wo habe ich heute den Part? Oh, du hast Sensobohnen, gib her. Erstmal will ich Erinnerungen einsammeln, damit ich mal gucken, ob ich ein so ein Level 40er Ding abschließen kann. Und dann in der nächsten Folge geht's dann nicht weiter, ne? Gut, ja, okay. Boah, da hat nicht lange gedauert. Du, gib mir Bohnen. Eine Sensobohne. Boah. Okay, boah, wo war das jetzt nochmal? Ich glaube schon fast hier, ne? Keine Ahnung, wo. Bevor ich aufgenommen habe, war ich in einem vollkommen anderen Gebiet, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Und da waren irgendwie so 3-4 Erinnerungen noch irgendwo auf der Karte platziert. Wo ich die den Fundort bei Orenai Baba gekauft habe. Ich würde sagen, die holen wir uns noch ganz schnell. Wenn wir Zeit haben, machen wir so ein Level 40er Ding noch. Wenn wir Zeit haben. Wir haben immer Zeit. So, da ist ein Ding. Da sind 2 Dinger. Da waren so ein paar Türme. Nee, Türme, die. Kann ich eigentlich offscreen kaputt hauen. So, ich hoffe jetzt aber auch wenigstens, dass im nächsten Part dann endlich die Story weitergeht. Ja, das war jetzt so ein offensichtliches Zeichen. So, möchte sich Story fortsetzen, ja oder nein? Ja, natürlich kommen wir Gegner. So, boah. So, niemand sieht mich, ne? Okay. Gut. Dann ganz schnell da. Ja, die Fesselungswellentechnik Mafuba. Nachdem Son Goku Dämonenkönig Piccolo nicht besiegen konnte, scheint es, als könnte niemand ihn aufhalten. Die einzigen noch verbliebenen Optionen ist der vom Muten Roshis lehrende Mutaito ersonnene Fesselwässerungswelle. Warum heißt er nicht Mafuba? Das hieß doch Mafuba in der Serie. Gewillt sein Leben zu riskieren, holt Muten Roshi einen Reiskocher hervor und führt die Fesselungswelle aus und haut dann voll daneben. Ja, da hat Tenshin Han irgendwann versucht, den einzufangen, ne? Und hat dann aus Versehen irgendwie so einen anderen Handlanger beinahe. Wer war da nochmal? Tamburin? Ne, Tamburin war der erste, ne? Trommel, glaube ich, ne? Ne, Dram, glaube ich. Hieß der. Der hat den dann eingefangen in der Welle, hat aber dann kann Piccolo und hat irgendwie den Reiskocher kaputt gemacht. Ne? Also sollte ja auch gar nicht mehr existieren. So. Ramponierter Bandit. In der Hoffnung, die Dragon Ball zu zerstören, greift der Bandit Yamshu, Son Goku und die anderen an. Beim letzten Mal konnte Son Goku nicht mit voller Kraft kämpfen, da er Hunger hatte, doch diesmal ist sein Magen voll. Yamshu Wolfszahnfaust ist Son Goku nicht gewachsen und nachdem er durch einen Tritt seinen Schneidezahn verliert, zieht sich Yamshu zurück. Ja. Ups. Ja. So, ja, aber noch was, glaube ich. Oh, jetzt auch so ein Rennen, da könnte ich auch mal versuchen. Wo ich habe, ich glaube gar nicht, ich habe, glaube ich, gar kein Auto, ne? Ja, irgendwie habe ich nur Jindo-Jun. Weiß nicht wieso. Ja, ich hab Stelle. So, ja, ich weiß nicht, müssen uns wir jetzt die Dinger herstellen irgendwie? Ja, ne? Weil die Katzin hat irgendwie so darauf zugeführt, dass wir noch Materialien sammeln müssen, ne?
Wir haben uns ja, wir haben ja extra diese eine Quest gemacht, eine Story Quest, um irgendwie ein Auto fahren zu können. Und ja, ich weiß nicht. So, Son Gohans Haus. Der Mann hinter der Maske, da sieht sich der exorbitanten Kosten für Vasarin Babas Prophezeiung nicht leisten können, treten Son Goku und die anderen stattdessen gegen fünf ihrer stärksten Kämpfer an. Sie können jeden Gegner besiegen und Son Goku bekommt schließlich mit dem fünften Kontrahenten zu tun, einen Mann mit einer Fuchsmaske. Der maskierte Mann erweist sich als wesentlich stärker als die vorigen vier und bietet Son Goku eine echte Herausforderung. Der Mann hinter der Maske stellt sich letztendlich als Son Gohan, Son Gokus Adoptivvater, Großvater Son Gohan heraus. Das ist ja was, was ich noch nie irgendwie verstanden habe, ne? Das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Warum kam Großvater Son Gohan nie mehr vor in der Serie? Also, ja, gehen wir mal da ein. Ich meine, erstens, warum wurde der nicht mit den Dragon Balls irgendwann mal zurückgerufen? Ich meine, da war ein alter Mann, der wäre irgendwann sowieso schon gestorben, aber der ist nicht einen natürlichen Todes gestorben. Der ist ja gestorben, weil Son Goku den zertrampelt hat als Riesenaffe. Und warum hat er ihn also nicht? Warum? Jetzt muss ich darüber nachdenken. Warum war der Plot in Dragon Ball nicht, dass Son Goku sich die Dragon Balls gesucht hat, um seinen Großvater wieder zu beleben? Ich meine, keine Ahnung. Jetzt stelle ich mir jetzt echt gerade so die Frage, ne? Und warum kann Son Gohan nie vor? Ich meine, jenseits gibt es, ne? Leute sind dauernd aufgetaucht im Jenseits. Und warum wurde nie Son Gohan irgendwie gezeigt? Weil er aus Dragon Ball kam und niemand hat Dragon Ball damals gesehen oder was? Oh. Aus dem Weg. Keine Zeit für dich. Ja, das passiert, wenn man irgendwie in einen Gegner einfliegt, man irgendwie voll stärker ist, habe ich so Gefühl. Naja. Ach, warte mal, ich kann da trennen gar nicht mal, weil ich kein Auto habe, ne? Fällt mir gerade auf. Hier kriege ich ein Auto. Das ist eine Stadt. Lass mich da ein Auto kaufen. Oder lass mich mal zur Capsule Corporation. Ich muss sowieso dahin. Ah, egal. Ich suche jetzt hier nur Zeit zu schinden. Du. Ich habe ja schon alles, ne? Okay. Ups, wo fliege ich denn hin? Gut. So, ich kann wahrscheinlich immer noch nicht mit der Rennen fahren, oder? Ne. Ja, gut. So, wenn ich jetzt noch wüsste, was ist das hier? Händler. Nur Händler. Alles klar. Na gut, versuchen wir jetzt noch einmal so einen Kampf hier. Gehabt so Corporation gegen Ratzefummel. War das, glaube ich, ne? Den einen können wir machen und dann war es dann auch. Warte mal, Bulma, gib mir ein Auto. Oh. Ach ja, Buff. Schwebeauto. Nein. Ich kann nix. Warte mal, was? Ich kann die Teile von Dingen hochballern, aber ich kann die Teile hochballern, aber ich kann die Dinger nicht Steuergerät, Motor, jetzt wo kriege ich denn die ganzen Sachen her?
für das Bauen beginnen. Also ich kann mir mein Auto hochballern, aber ich habe kein Auto. Was? So, du. Nein, nicht das. Ich brauche nur noch eine Sache. Raffiniert Silber. So, mein Gott, die Haare von Radetz jetzt passen gar nicht rein. Dann machen wir das. Warum nicht? Oh, hi. Die Blue Man Group. Haben wir schon mal einen Super Saiyajin gesehen? Ja, komm du erstmal. Der hat nur einen Balken. Ja, mach den mal platt. Haben die auch alle Bossmuster drauf? Den Bossangriff und so. Und dann wird das ganz schön nervig hier. Mit zwei Leuten auf einmal. Auf mich so. Komm, gefällt her. Krieg ja voll auf die Fresse. Das alles von den Fähigkeiten, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Aua! Ja, chillt mal, Leute. Du gehst mir irgendwie gerade am meisten auf den Nerven. Also, okay. Jetzt bin ich schon wieder. Alter! Ja, Objekte. Hat irgendwie gar nichts gemacht. Ja. Boah, okay, dann. Okay, machen wir das nicht. Ja, voll überpowered, ey. Ja, wir empfohlene Stufe Level 40, ja, Arsch. Voll auf die Fresse bekommen, ey. Gut. Alles klar, dann gehen wir in der nächsten Folge mal und hoffentlich. Wenn wir in der nächsten Folge dann die Story fortsetzen können. Weil so langsam hätte ich doch ein bisschen Bock dabei weitermachen. Ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.